Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Oh, das könnte Ärger geben. Mark Terenzi sang auf der Bühne ein Lied für seine Tochter mit Sarah Connor während einer Stripshow. Was hat der Mann sich dabei bloß gedacht? Er muss doch wissen, dass seine Ex Sarah Connor versucht, ihre Kinder so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Trotzdem sang Mark gerade vor großem Publikum ein Lied über die gemeinsame Tochter Summer. Und das auch noch ausgerechnet beim Sexauftritt der Sixpacks. Er sitzt auf der Bühne an seinem Keyboard und stimmt mega emotional einen Song an. Es geht um seine Tochter Summer, die 2006 mit einem Herzfehler geboren wurde und nur eine Überlebenschance von 5% hatte. Diese aufwühlende Situation wollte Mark Terenzi nun musikalisch verarbeiten. An sich ja eine rührende Idee, aber was sagt wohl seine Ex dazu, Summers Mutter Sarah Connor? Die versucht schließlich alles, um ihre Kids komplett vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Wie bitter muss es ihr aufstoßen, dass Mark nun vor großem Publikum ein dermaßen persönliches Lied zum Besten gab. Noch dazu in so unpassendem Rahmen, die Show der Sixpacks ist wohl kaum der richtige Ort, um über die eigene Teenager-Tochter zu singen. Vermutlich konnte Mark aber einfach der guten Gelegenheit nicht widerstehen, er begleitet die sexy Stripper derzeit regelmäßig als Tänzer und Sänger und hat so immer mal wieder die große Bühne zur Verfügung. Aber ist es wirklich geschmackvoll, dort den sentimentalen Papa zu geben, wo kurz zuvor noch muskulöse Männer unter dem Jubel begeisterter Ladders die Hüllen fallen ließen? Vor Sarahs Reaktion scheint Mark jedenfalls keine Angst zu haben, wir sind beste Freunde. Es ist eine wirklich geile Situation als Patchwork-Familie, schwärmte er kurz nach seiner gefühlvollen Gesangseinlage. Bleibt abzuwarten, ob das nach diesem Skandalauftritt auch noch der Fall ist. Nachdem Sängerin Sarah Connor wegen einer Bronchitis mehrere Konzerte absagen musste, brachte sie am Samstag die Olympiahalle in München zum Beben. Sie ist wieder da, Sarah Connor, 39, wie schön du bist, musste aufgrund einer fetten Bronchitis die Konzerte in Stuttgart, Mannheim und Zürich ihrer Herzkraftwerke-Tour absagen. Nach ihrem ersten Konzert zurück am Freitag, 8. November, in Leipzig, rockte sie am Samstagabend, 9. November, auch die Bühne in der Münchner Olympiahalle. Mit ihren gefühlvollen Balladen, ergreifenden Geschichten sowie viel Humor füllte sie ihr 2,5-stündiges Programm und sorgte für einige Gänsehautmomente. Die Vorband ELA um Frontfrau Elsbieta Steinmetz, 27, stimmte bereits mit ihrer unverwechselbaren Stimme und gefühlvollen Liedern wie Fahrtwind auf das emotionale Konzert ein. Als Sarah Connor schließlich die Bühne betrat, war die Menge kaum mehr zu bremsen und jubelte ihr minutenlang zu, ehe sie überhaupt den ersten Ton gesungen hatte. Nach dem ersten Lied Hör auf deinen Bauch war klar, sie war wieder in Höchststorm. Ich hatte einen kleinen Durchhänger, weshalb wir eine kleine Zwangspause einlegen mussten. Doch nun sind wir wieder da, erklärte die 39-Jährige überglücklich. Mit einem Gospelchor und einem Orchester aus London im Gepäck, gab Connor 2,5 Stunden alles und spielte fast jeden Song ihres Albums Herzkraftwerke. Doch auch alte Songs wie From Zero to Hero oder From Sarah with Love schafften es auf die Setlist. Vor allem mit ihrem Humor verzauberte sie das Münchner Publikum, ich habe heute Kinder frei und will heute noch Party machen in München. Ist nicht so oft, dass ich nicht schwanger bin oder nicht stille. Nachdem sie Kinder auf die Bühne holte, Autogramme gab und Wasser verteilte, hatte die Vierfachmutter wohl auch den letzten Besucher um den Finger gewickelt. Einen Outfitwechsel und einige Coversongs wie Bart Amann von Linda Lindell, 72, später, folgte ein besonderer Moment,
Zu ihrem Hit Vincent hing sich die Sängerin eine Regenbogenflagge um den Hals und ließ die Olympiahalle im Chor mitsingen. Es war ein fulminanter Abend auch für die Sängerin. Es war absolut magisch und ich bin noch tief berührt. Ich bin tief mit euch verbunden für immer, bedankte sich Connor via Instagram bei ihrem Münchner Publikum. Mit ihrer Herzkraftwerke-Tour ist aber noch lange nicht Schluss. Sarah Connor wird im März 2021 insgesamt 7 Zusatztermine spielen. Los geht es am 2. März 2021 mit einem Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Nach Stationen in Kiel, Hannover, Hamburg, Bremen und Oberhausen, endet die Tourzugabe am 11. März in der Münchner Olympiahalle. Danke.